Der kleine Willi rannte und rannte, doch es schien ein endloser Albtraum zu sein, er konnte nicht mehr. Der Wald war zu einem immer dichter werdenden Netz aus Ästen und Gestrüpp geworden, und wenn er dachte, dass er kurz vor dem Ziel war, tat sich ein erneuter Ozean aus Bäumen und moosbedeckten Hügeln auf, die bis zum Horizont reichten. Das Monster, das ihm dicht auf den Fersen war, kam näher, er konnte bereits seinen Schatten sehen, der sich immer länger vor ihm ausbreitete. Doch dann wusste er, dass es völlig umsonst war, vor dem Wesen zu fliehen, das Wesen war nicht hinter ihm her, sondern dieser Dämon war der Wald. Er war bereits in den Annalen des riesigen Monstrums gefangen. Dann hörte er den Wald lachen, so als ob er seine Gedanken lesen konnte. Jetzt spürte er, wie die Äste ihn durchbohrten. Spitze Zweige schossen aus der feuchten Waldeserde und schienen in alle Öffnungen seines Körpers einzudringen. Durch seine Kniekehle bohrte sich ein dünner, spitzer Ast und schoss aus der Kniescheibe wieder heraus. Er durchstach sie, als wäre sie aus Butter, und der Schmerz war unbeschreiblich, so dass er unweigerlich mit dem Gesicht auf dem feuchten Boden aufkam. Ein dicker Baumstamm grub sich durch seinen After und riss seine Eingeweide heraus. Äste schossen ihm aus den Augen, seinen Ohren und der Nase. Sogar aus seinem Penis wuchsen Zweige und Schlangen sich um seine Hoden, um diese auszuquetschen, und der Inhalt wurde in den Waldesboden gesaugt. Der Wald war lebendig und fraß ihn auf. Doch nicht an einem Stück, sondern er segmentierte seinen Körper quasi. Proteine und Eisen, alle Bestandteile seines Körpers wurden in ihre Bestandteile zerlegt. Zu guter Letzt wurde das Fleisch von den Knochen getrennt und danach das Mark aufgesaugt. Dann fickte der Wald ihm mit seinem monströsen, aus Eichenholz bestehenden Schwanz das Arschloch breit, dass es aussah wie der Schlund von Salak, und Han Solo wurde zum Imperator der Wälder ernannt, wo er fortan alle Ewoks ausrottete und dazu Zyklon G benutzte, eine Abwandlung des blausäurehaltigen Zyklon B. Denn er hasste diese schwulen, dreckigen Ewok-Dunden, seitdem er mit seinem komischen Ding da abstürzte und diese dreckigen Schwulen ihn fressen und den rostigen Scheißhaufen als eine Art Heiligtum verehrten. Er würde Rache nehmen und jedem einzelnen dieser verpissten Arschficker-Wollknäuel-Tunden das Fell abziehen und es vor den Kamin legen, wo er abends die Prinzessinnen Schlampelea oder wie sie nochmal hieß durchficken konnte.